Schön, dass du da bist. Nehme bitte eine bequeme Position ein, so wie es dir beliebt. Schließe deine Augen, damit deine Aufmerksamkeit durch nichts abgelenkt wird. Atme tief ein und wieder aus. Atme tief ein und wieder aus. Wir spüren unseren Körper, den Kopf, die Schultern, die Beine, die Füße. Wir verbleiben bei den Füßen. Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei, weich und schlaff, so dass die Füße ganz entspannt sind. Ich fühle meine Beine und meine Schenkel bis zu den Hüften. Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei. Weich und schlaff. Meine Beine und Schenkel sind entspannt. Ich spüre den Körper, meinen ganzen Körper und den Leib mit seinen inneren Organen, den Magen, den Darm, die Nieren, die Leber, die Milz, die Blase, die Brust mit Herz und Lungen, den Rücken mit ganzem Nervensystem. Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei, weich und schlaff. Und so ist mein ganzer Körper entspannt. Alle funktionellen Vorgänge können sich harmonisch vollziehen und ich fühle mich gesund, frisch und wohl.
Ich entspanne meine Arme. Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei, weich und schlaff. Meine Arme sind entspannt. Ich fühle mich zum Kopf. Mein Kopf ist entspannt. Jeder Muskel, jeder Nerv und jede Sehne ist gelöst, locker und frei, weich und schlaff. Mein Kopf ist entspannt. So, dass die hoffnungsvollen und zuversichtlichen Worte, die ich jetzt spreche, ganz ungehindert und ganz ungehemmt ins Unbewusste eindringen und sich dort eingraben, einprägen und darin eingewurzelt bleiben. Ich selber und mein Organismus muss selber und ohne dass ich es weiß und ohne dass ich es will, Worten folgen. Zuerst sage ich mir dreimal täglich, dass ich zur Essenszeit Hunger verspüren werde. Das heißt, ich werde ein angenehmes Gefühl empfinden, von dem man sagt, ich freue mich aufs Essen und habe Appetit. Und tatsächlich werde ich auch mit Lust und Appetit essen. Ich bin darauf bedacht, das Essen gut und lange zu zerkauen. Denn nur, wenn das Essen gut gekaut ist, ist es verdaulicher und ich fühle mich leicht und frei und gesund und wohl im Magen und im Darm. So kann der Organismus alle Säfte aus der Nahrung ziehen, um das Blut zu verbessern und das Blut zu erneuern und zu bereichern. Die Nerven zu stärken, die Muskeln zu stärken, mit einem Wort, diese Säfte in Kraft und Energie und in neues Leben umzusetzen. Das bringt mich Schritt für Schritt der Gesundheit näher. Ich spüre, dass ich mich mit jedem Tag leichter, freier, gesunder und wohler fühle. Das kommt nach und nach.
nicht auf einmal, obwohl es auch vorkommt, dass eine Heilung plötzlich eintritt. Und weil ich nun gut verdaue, vollzieht sich auch die Entleerung von Tag zu Tag befriedigend. Ich muss nur jeden Tag die gleiche Zeit einhalten. Die Medikamente und Hilfsmittel, die ich bisher eingenommen habe, nehme ich ruhig weiter, bis ich selber das Gefühl habe, dass es nicht mehr nötig ist. Ich schlafe auch jeden Abend ruhig ein. Ich schlafe die ganze Nacht ruhig und tief bis zum Morgen, zu der Zeit, wo ich aufzuwachen wünsche. Ich habe zuversichtliche, positive Träume und beim Aufwachen fühle ich mich stark und erquickt und mit neuem Mut und Zuversicht erfüllt. Je mehr ich meine Gedanken kontrolliere und je mehr ich mir sage, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser, desto mehr werde ich erfüllt sein von Kraft und Mut, von Zuversicht und Stärke. Es kommt auch immer mehr vor, dass ich ohne bestimmten Grund heiter und zuversichtlich bin. Ich spüre, dass eine Kraft im Innen liegt, über alle Lebenslagen Herr zu werden. Ich trete allen Situationen immer mehr mit großer innerer Ruhe, mit Gelassenheit und Kraft entgegen. Ich bin Herr über die Umstände und Verhältnisse, immer mehr Herr über meine Gedanken, über meine Empfindungen und Erregungen, immer mehr Herr über mich selbst. Ich kann mich immer besser beherrschen. Das ist etwas ganz Großes. All meine Organe arbeiten immer besser und besser. Mein Herz schlägt normal. Der Kreislauf des Blutes verzieht sich normal und es kann nirgends Stauungen und Stockungen geben. Die Lungen arbeiten normal, wie auch die Leber, der Magen, der Darm, sowie auch die Nieren, Milz und Blase. Alle Organe arbeiten immer besser und besser. Bei meiner täglichen Anwendung dieser Methode, beim immer und immer wieder sagen, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser. So findet das Unbewusste den Weg zum Vernarben und zum Heilen, bis alles ganz normal ist.
Es ist sehr wichtig, dass ich mit jedem Tag immer mehr Selbstvertrauen erlange. Ein Vertrauen in die Kraft, die in mir liegt. So habe ich also Selbstvertrauen, und dieses Selbstvertrauen ist eine Lebensbedingung für jeden Menschen. Mit Selbstvertrauen erreicht man alles, was im Bereich des Möglichen liegt, und das Vertrauen in die im Innen liegende Kraft gibt mir die unerschütterliche Gewissheit, dass alles, was gut ist, alles, was vernünftig ist, alles, was mir obliegt, alles, was mir zu tun obliegt, alles, was in meinem Pflichtkreis gehört, dass ich das alles ausführen kann, dass ich das alles sogar sehr gut ausführen kann, ohne zu großen Kräfteverbrauch. Ich denke immer und immer mehr. Ich kann es, ich vermag es, ich erreiche es. Denn es geht mir jeden Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser. Mit diesen Gedanken löse ich alle gesunden Säfte und Kräfte in mir aus, sodass ich alles verwirklichen und in die Tat umsetzen kann. Denn jeder Gedanke, den ich in mir aufnehme, dem ich mich hingebe, zu dem ich mich hinneige und zu dem ich wieder zurückkehre, dieser Gedanke strebt nach dem Gesetz der Zielstrebigkeit des Unbewussten danach, sich zu verwirklichen. Er verwirklicht sich so weit als möglich, ohne mein Wissen und Wollen. So findet mein Unbewusstes immer mehr Mittel und Wege. Je mehr ich mich dem Gedanken hingebe, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Ich werde meinen ganzen Organismus stärken, meine Nerven stärken, so dass ich innerlich immer ruhiger, immer zuversichtlicher, immer fröhlicher und heiterer werde. Und so bin ich immer leistungsfähiger und erfolgreicher in jeder Beziehung. So wie ich schon dieses und jenes erreicht habe, so wird es weitergehen. Ganz langsam öffne ich jetzt meine Augen und verspüre nicht die geringste Ermüdung oder Ermattung. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich erfrischt, stark, wohl und heiter. Ich fühle mich mit neuer Zuversicht erfüllt, und dies wird immer mehr ein steter Zustand sein,
bis ich völlige Gesundheit und Kraft, Mut und Selbstvertrauen und Zuversicht erreicht habe. Es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser.